Doktor an und ich sag dir jetzt mal, wie das läuft hier. Wenn du in der Tragödie hier einen guten Eindruck machst, dann bist du im September Kanzler, so einfach ist das. Ja, das ist wahr. So, ich muss jetzt noch mal weg. Komm nachher wieder, bau keine Scheiße. Ach so, sag mal, du magst doch Witze, oder? Ja, unbedingt. Da kommt der Vater zum Sohn und sagt, sag mal, warum hast du denn eigentlich eine 6 in Deutsch? Ich hab doch geübt mit du. Dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Während der Bundespräsident kondoliert, hat Armin Laschet eine gute Zeit und lacht. Was steht denn da auf deinem Schild? Allee Opiumia. Das ist ja süß. Kann ich mal ein Foto von dir machen? Da freuen die sich doch, oder? Oui. Ja, okay. Ein Stück weiter nach rechts. Ein Stück weiter rechts. Noch? Kleines Stück noch? Ja, so ist super. Riesenmassen. Schade ist ganz böse. Oh, a huge crash at the side of the road. Zuschauer mit Schild irgendwie ihm da in die Quere gekommen ist und das hat eine ganz böse Kettenreaktion ausgelöst. Sagen Sie mal, ist das Ihr Sohn da hinten? Der ist ja ganz alleine. Ja, dem geht's aber gut, da macht mir keine Sorgen. Naja, wäre vorsichtig, nicht, dass er hier von den Polizisten verprügelt wird und dann als Adenochrom-Cocktail auf irgendeiner Freimaurerparty landet. Machen Sie mal was. Wer kümmert sich um mein Kind? Sie werden hier von Ihrem 12-jährigen Sohn entfernt und keiner kümmert sich drum. Sie haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt, keiner kümmert sich drum. Ah, Alter. Das ist Angela Merkel. Du bist noch jung und willst bestimmt eine politische Message loswerden. Ja. Das ist deine Chance. Geh mal hin, kannst irgendwas sagen, Fridays for Future oder was du willst. Mit der richtigen Forderung kannst du die Welt verändern. Komm! Okay, komm. Merkel, mach Shisha auf! Einfach einmal rein, hier vorne Abschnitt B und dann einfach irgendwo hinstellen. Danke. Aber eigentlich bringt das ja gar nichts, wenn Sie da um die Allianz Arena nur so rumfliegen. Das ist ein bisschen langweilig auch, ne? Das ist oben offen, man kann dann da reinfliegen sogar. Ist das nicht gefährlich? Ja, ist nicht gefährlich. Nee, nee, ist gar kein Problem. Go Greenpeace! Ach so, doch, da ist so ein Kabel in der Mitte. Das sieht man ganz schlecht. Ja? Egal. Okay. Das waren Momente des Schrecks und in jedem Fall große Aufregung gestern vor dem EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in München. Der 38-Jährige hatte offenbar noch Glück, dass ihn nicht Scharfschützen wegen Terrorverdacht abschossen. Jeff, the hat is tremendous. You don't look like a complete idiot at all. Okay, thank you. Yeah, can you show me the picture of your rocket again? Yes, absolutely. I don't think it looks like a giant penis. I don't know what they call that. A rocket. They call it Blue Origin. That's a bloody penis. Der Ronsheimer von der Bild, ne, der sieht immer ein bisschen dreckiger aus, wenn er Reportagen macht. Das ist authentischer. An einer Stelle würde ich mir auch so ein bisschen Matsch auf Hemd machen. Das soll ich machen? Okay. Das fühlt sich aber irgendwie falsch an. Wenn das rauskommt. Wie soll das rauskommen? Na gut.